Wenn man sich die Arbeit genau anschaut, dann sind das lauter Figuren, die Form an Form liegen. Ich nenne diese Arbeiten deswegen auch Kettenbilder, weil sie wie die Glieder einer Kette das Bild zusammenhalten. Diese Kettenbilder geben sehr verschiedene Stimmungen wieder. Hier zum Beispiel über diesen Tönen könnte es ein sonniger Sommertag sein, viel Licht, vielleicht sogar ein heißer Sommertag, rote Farben. Bei der Arbeit sind es eher sehr herrliche Farben. Pastellfarben. Hier sind es zum Beispiel kalte Farben, wie etwa eine Meereswoge. Und ganz im Gegensatz dazu steht hier so ein Bild, ganz monochrom, nur in Schwarz-Weiß-Tönen. Das könnte so ein grauer Tag sein, wo es geregnet hat. Und trotzdem hat das Bild ja nichts Depressives oder Negatives. Es hat eben seine Stimmung, die ich an diesem Tag auch selbst gehabt habe. Alle Arbeiten sind seriell. Das spielt insofern eine Rolle, als dass sie alle Arbeiten nach der gleichen Methode angefertigt werden. Ich beginne meistens mit einer Form und setze dann durch freie Assoziation die weiteren Formen hinzu. Sie sind aber auch seriell, weil die gleichen Farben immer wieder auftauchen und auch weil bestimmte Formen sich wiederholen. Und alle Arbeiten sind auch in gewisser Weise sakral, weil ich diese Kettenbilder immer dann mache, in Verbindung mache mit meiner Meditation. Sie sprechen also aus mir heraus, sie geben diese Stimmung aus mir heraus wieder. Und sie würden sich darum sicherlich auch gut eignen für sakrale Räume oder für den Druck auf Textilien zum Beispiel, wenn man ein Design sucht, was so eine ganz bestimmte Lebenshaltung verkörpert, die eben auch mit Entspannung, mit Yoga, Meditation zu tun hat. Normalerweise arbeite ich die ganze Fläche voll mit solchen Formen. In der Form von einem Puzzle. In Ausnahmefällen habe ich hier aber zum Beispiel auch einen Turm gemacht. Diesen Turm ist ein schwarzer Fond verwendet worden, der rundherum frei steht. Oder hier eben das Motiv einer Welle, bei dem ich auch den oberen Bereich freistehen lasse. Danke für das Gespräch.